Ist klar. Kai Krämer, danke für dein Follow. Willkommen. Ich muss jetzt noch irgendwo mein Zeug loswerden, was ich jetzt hier noch habe, ohne wieder hier komplette Unordnung zu machen. Das Fleisch hier so essen. Ich muss noch ein paar Schränke klauen gehen. Wir machen einfach mal das Holz hier in die Ecke. Da kommen wir schon mal klar. Den müssen wir gleich mitnehmen. Die Axt. Ja, ich muss erstmal ein bisschen Rinde gleich noch machen. Das probiere ich auch mal aus, ob das mit dem Moped auch geht. Das nehmen wir gleich mit. Das nehmen wir mit. Das kann hier bleiben. Den nehmen wir mit. Dann mache ich das jetzt erstmal hier rein. Steine können wir auch auf den Boden legen, das ist auch nicht so. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwann wegspawnt. Ich denke nicht, aber... Wie schnell ist das hier mit dem Fett überhaupt? Das sieht auf jeden Fall echt pervers aus, ne? Gut, er muss erstmal knacken, jetzt nützt alle nichts. Bett haben wir noch nicht. Auch 4 Uhr schon. Sieht aber eine kurze Nacht. Leg mal die Flasche in Storage rein. Was meinst du, die Flasche in Storage hier oder was? Und sie erstmal ekliges Fett ab. So. Oder meinst du, es ist schon fertig, dass ich jetzt werde? Nee, aber ich kann es ja nur einfüllen. Ich kann es ja nicht rausfüllen oder was? Warte, wir machen eben ein bisschen Rinde. Komm. Das haben wir schon. Das. Mal gucken, ob das hiermit auch geht. Okay, wie viel Schaden nimmst du? Das geht sich in Grenzen. Ja, ja, schmacht hat er. Schmacht, Durst, alles. Wo machen wir das Licht aus hier? Ist doch gut. Gut. Ach komm, solange es frisch da ist, ne? Hier, 40. 40, 4 passt. Ja, leckerchen, ne? Leckerchen. Gibt's noch eine Coke hinterher und dann geht's dir gut. Müde ist er noch, ja. Guck mal. Läuft. Lit it. Dann gib mir mal das Feuerholz hierher. Gut, ob ich das Wasser abgekocht habe, ja. Wir gucken jetzt noch mal. Macht ja keinen Sinn. Wie gesagt, ich kann ja hier nur da reinfüllen. Oder ach, hier meinst du? Klick da, to begin cooking. Oder meinst du so eine Glasflasche? Nee, ich muss hier wahrscheinlich einen Eimer hin tun oder was? Ohne Scheiß, ne? Die pennt den halben Tag mindestens. Den Eimer. Den Eimer habe ich ja noch nicht. Ja, das ist halt für Alkohol da. Warte mal. Was brauchen wir denn? Ja, haben wir ja nichts mehr hier, Scrap. Scrap Attack.
Müssen also jetzt erstmal los, ein bisschen unten gehen. Zack. Den können wir aber mitnehmen. Ein bisschen Wasser kann ich auch noch mal mitnehmen auf jeden Fall. Gut, und das ist doch dann jetzt hier zum... Kann ich nicht splitten? Ja, 160%. Jo, alles gut, Junge. Okay, gelingt also immer. Aber ich kann es leider nicht splitten. Aber ist ja nicht das Problem. Jawohl, Chef. Mach ich. Ne, die grünen gehen nicht. Habe ich schon ausprobiert. Geht nur die Plastikflasche. Grün kannst du nichts reinfüllen. Das ist echt nur, um Alkohol herzustellen oder Mollis oder was auch immer. Aber wir können auch mal ein bisschen Fett her. Wenn das denn hier auf den Boden schmeißt. Na, das sieht echt so eklig aus. So, dann kriegen wir das nämlich näher auch. Safe angezündet. Flasche nehmen wir mit. Messer lassen wir noch hier. So. Messerken. Ist natürlich alles voll hier. Yeah. Dann schmeiß ich auch auf den Boden. Ja, komm. Komm. Komm, ich bin nicht so. Na, 14 Uhr passt. Um wieder zurückzufüllen, meinst du? Nee, ich glaube nicht. Ich könnte es ja nochmal ausprobieren, aber... Oh, das Fett ging jetzt aber zügig, oder? Ach, ich habe geschlafen, mich hält. Ja, ja, so ist das. Mein Gott. Naja, du kannst halt nur in die hier reinfüllen. Siehst du ja. Ich kann jetzt hier auch nichts machen. Das geht nur in die eine Richtung hier. Muss halt hier unten. Hier unten muss Storage rein. Steht ja auch hier. Aber Plastikflasche geht halt nicht. Ich meine, ist wahrscheinlich auch logisch, wenn du die da reinstellst. Ne? So heißes Wasser und so und. Ja, Eimer halt, ne? Ich denke Eimer und mit dem Eimer kannst du es dann rausfüllen. Ich meine, ich kann den Ding jetzt nochmal ausprobieren hier, aber der ging auch nicht rein, oder? Der ist halt echt nur für Sprit da hier. Gascan. Gut. Ja, reicht, der ist fit. Wir können los. Munition haben wir mit. Alter, was ist los mit dir? Da seht ihr dann, du kommst gar nicht weg hier. Den jetzt wieder zerlegen, wird schon wieder den ganzen Tag dauern. Deswegen müssen wir jetzt einfach weitergehen. Er liegt ja schön vor der Haustür. Hm. Ne, geht ja nicht. Hast du gesehen. Ich meine, vielleicht ist es buggy. Ja, mag sein, aber es ging ja auf jeden Fall nicht. Meinst du die Glasflasche oder was? Ja, aber doch nicht, um das Wasser abzukochen. Da reicht doch der Cooking Pot. Hast du gesehen? Ich kann noch Wasser reinfüllen. Also muss ich es ja auch irgendwie rauskriegen. Ne, Glasflasche ging ja nicht. Also. Ich kann es gar gerne nochmal ausprobieren, aber. Genau, ja. So habe ich es auch verstanden. Ja, ich weiß, dass hier Sprit ist, weil die beiden habe ich gestern auch abgezapft. Hm. Falls ihr euch wundert. Achso, ich kann aber hier nochmal reingucken. Ne, war nix. So, in dem Motel war ich noch nicht. Nur außen hier mal. Weil das zum Bösen war. Aber hier lag viel Schrott gestern rum. Ich hoffe mal. Alter, ist auch mal ein geiler Style hier, oder? Ich will die glatt mitnehmen, die Karre. Zack. Oh, warte mal. 5%, die brauchen wir nicht erst mitnehmen. Das macht gar keinen Sinn. Trucker Joe, danke für dein Follow. Willkommen. Na?
glaube, die waren alle hier clean, ne? Da war nichts zu holen in den Räumen. Gießen. Nee, nee, hier war gestern auch nichts. Guck mal, Reifen. Fehlen nur noch zwei. Dann können wir fahren. Ich finde mir die hier sogar noch. Hannibal 2, danke für dein Follow. Willkommen. 6 Quip haben wir auch. Wir können auf jeden Fall gleich einen Eimer machen. Da sollte auf jeden Fall was mitgehen. Duct Tape. Ich hab gar nicht gesehen. Cool. Wollen wir da noch was zaubern können? Ihr freut euch schon, ne? Hört sich nach oben an. Ihr habt ihn an der Decke geschmiert. Lädt doch nicht nach, wenn ich es unten in der Leiste habe. Ja, ich komme doch gleich. Alter! Na, was macht ihr da? Die ist halt übertrieben, ne? Übertrieben hart das Ding. Guck mal, schon wieder so ein paar Büchchen hier. Platine. Zack. Oh, Bandage, sehr geil. Axt, ja, ich guck mal, ob ich sie. Obwohl, die können wir hier unten reinziehen. Bitte keinen Slot weg. Guck mal, er hat sogar durch. Auch schon wieder voll, ey. Ist doch unglaublich. Ja. Können wir natürlich auch nochmal. Ne, wir sind schon. Also, die findest du ja wie Sand am Meer hier, die Komponenten, ne? Guck mal hier, wie viel Metall wir haben. 2 können wir uns schenken. Wir sind noch niemals durch hier durch das Hotel, ey. Salz? Stand da Salz? Zucker stand da. Ja gut, nehmen wir auch erstmal mit. Wie die Arme sich spiegeln. Ich brauche nur die 3 Stück hier. Ah, okay, dann muss ich nochmal den anderen rüber. Drei zum Bösen gerade mal. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall hier. Bandagentechnisch, also da habe ich sonst immer die großen Probleme mit gehabt. Schokoriegel. Da geht's schon los, ey. Der hört sich nur sich an. Coke? Das ist ja eine Bleiche oder was? Pillen. Ja, Pillen haben wir. Da können wir mit schmeißen. Also. Den voll. Ja, und, ach so. Meinst du dann wieder so? Ja, gut. Könnten wir machen, hast du recht. Hast du recht? Aber der ist noch nicht voll, das Deck.
Packen wir noch eine Coke rein und hier noch mal ein paar Dinger. Dürfen wir nur nicht gleich vergessen, ne? Erinnere mich dran. Kann ich den überhaupt mitnehmen? Ja, kann ich. Sehr gut. Aber ich loot erstmal zu Ende dann jetzt. Gessnafu, top Idee, hör mal. Top. Noch ein Duct Tape. Nice. Nähzeug ist natürlich auch schön. Munition ist immer schön. Stoff haben wir auch übersehen gerade. Okay. Hallo? Also so wie du die findest, wirst du die ja später noch brauchen müssen ohne Ende, oder? Die Flaschen. Guck mal, ist noch ein Koffer. Hm. Können wir auch zwei tragen? Oh, und ein Motor. Hoffentlich ist der besser, wie der, den wir haben. 32 ist auf jeden Fall ein Tacken besser. Das ist nochmal so ein alter Nussbli-Riegel hier. Eine Flasche, ja gut. Ich kann es ja mal eben ausprobieren, warte mal. Komm mal schön mit. Komm. Wäre auch zu viel des Guten. Nee, man kann nur einen mit rumstören. Oh, der ist aber größer. Läuft. Erstmal so ein Autoreifen mit Koffer packen, ne? Ah, schon geil. Schon geil, ey. Komm, dann packen wir den Motor auch noch dabei. So. Ja komm, dann kann ich dich hier schon mal mit runternehmen. Schwer, ne? Mit so einem Motor drin und... Na, siehst du? Ihhh. Ich kann sagen, mach den doch nicht dreckig. Ja, ist zu schwer. Muss er mal kurz absetzen. So, hier waren wir doch aber, ne? Gedächtnis wie ein Sieb, ey. Ja, mit den Bandagen, ne? Ja, sag ja. Hab ich halt gestern auch so die Probleme gehabt. Weil da hatte ich ja auch keine Waffe gefunden. Da konnte ich auch nicht so hier easy peasy mal eben 13 Zombies weghauen, damit du mal looten kannst. Aber die waren ja auch nur in dem einen Raum, also das hätte ich natürlich auch mal abchecken können. Gut, hier unten ist nichts. Da waren wir. Ja gut, sind wir durch hier, ne? Ich meine, wir sind auch voll. Was sagt die Uhr? 17 Uhr und dann schon so dunkel, ey. Okay, dann bringen wir es mal eben nach Hause. Es ist soweit. So, unsere Bude jetzt da weiter oder hier weiter? Da. Oder? Man muss nicht jeden Mist mitnehmen. Snafu. Diese LKW sind wir richtig. Oh. Oh. Weiß, Junge, mach jetzt keinen Scheiß hier. Hast keine Kraft mehr, oder was? Hm? Hallo? Das ist hier so uneben. Da kommt er nicht klar.
Weißt du was? Es ist doch nicht weit. Ja, guck mal, wie viel Essen wir haben. Wir haben so viel Fleisch liegen und Dosenfutter hier, das ist ja... Guck dir das an. Was soll man da so einen Nussbi-Riegel da mitnehmen? Genau wie Pillen, die kann ich mir auch schenken. Die kann ich jetzt auch liegen lassen. Guck mal, wie viele Pillen wir haben. Die werden wir im Leben nicht verbraten hier. Und die stecken noch niemals hier. Ah, jetzt. So, Munition, bisschen. Das füllen wir gleich ins Auto direkt. Hier hätten wir nochmal eine Coke. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das... Habe ich das mitgeschlört die ganze Zeit, oder was? Ja, natürlich. Oh, ich muss den Koffer mitnehmen. Ich habe ja eh gar keinen Platz hier, ey. Stoff war hier. Zugehe! Duct Tape packe ich jetzt einfach hier erstmal mit rein. Ich kann es nicht ändern. Eine Feder habe ich auch noch, die hätte ich gar nicht mitschlören brauchen. Bandages. Sehr nice. Nochmal eine Pistole. So. Nochmal eine Axt, wofür wir keinen Platz haben. Wenn es mal wieder länger dauert, genau. So, vielleicht schaffst du das ja jetzt. Er will den nicht hier. Okay. Geh mal seitwärts, wenn es funktioniert. Irgendwie hat er es mit bergab. Vorwärts will er nicht so. Schön mit Aufkleber drauf, ne? Wo überall war. So. Schön. Kannst du dann auch gleich hier das Zeug drin lassen? Das packen wir ins Auto. Schon wieder voll. Ey, Mann, Mann, Mann. Aber warum stecken die denn auch nicht hier, diese Kackdinger? Ja, weißt du was? Da müssen original einfach mal 6 Flaschen reichen. Hätte ich auch was. Ja, das Zeug hier noch raus. Und dann ist das auch schon wieder voll, der. Gut, das hau ich kurz ins Auto und dann können wir auf jeden Fall einen Eimer craften. Ach. So Diva. Schon witzig, ne? Der braucht 20 Minuten für Motoreinbau und 5 für eine Zündkerze. Also. Sehr schön. Den Motor, ne, den hast du, können wir gleich als Ersatz schon mal hier drin lassen. Das Fett nehme ich mal mit, das können wir nochmal ekligerweise da umwandeln. Oh, Blätter, den muss ich natürlich mitnehmen. So, was ist denn jetzt hier eigentlich mal los? Oh, es ist getrocknet. Da bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt hält. Die brauchen ewig und 3 Tage oder was? Die Därme. Ja, siehst du, da haben wir auch noch Essensnahrung. Was machen wir mit so viel? Guck dir das an. Okay, das Fleisch ist natürlich ruckzuck weg, aber ich denke mal, das wird länger halten, ja? Gut. Stöcke haben wir hier, haben wir noch. Wir brauchen auf jeden Fall Feuerholz mal eben fix. Und den Eimer brauchen wir.
Können wir ja Mutti, ist sie schon wieder am Knacken oder was? Alter, jetzt mal ernsthaft, musst du die aufwecken jedes Mal? Was ist los mit dir? Die darf jetzt fast anderthalb Tage auf der Veranda. Schlimm, schlimm sowas. Da kommt sie gleich, weißt du, was sie einmal arbeiten musste. Kriegst du gleich Aufträge jetzt hier. Einmal, was können wir sonst noch gebrauchen? Sie haben eh keinen Platz, sonst könnte ich schon mal ein Brecheisen vorkräften oder so. Shirt, Schuhe haben wir. Komm, wir machen uns mal ein Shirt. Einfach, damit hier auch mal ein bisschen Zeug wegkommt. Ich meine, wir können auch hier... Aber da haben wir keinen Platz für hier in der Hütte, ein Bett hinzustellen. Also einen Schlafsack kann man doch auch machen, oder? Sleeping Bag, 6 Federn.